Hallöchen Leute, hier ist wieder mit Spieber. Heute mal die Ultra 1, wie ich ja versprochen hatte. Zuerst kam die Ultra 2, dann die Ultra 1, ist natürlich auch die richtige Reihenfolge. Fragt mich nicht, wo ich zählen gelernt habe. Aber auf jeden Fall erstmal den Blaster. Und vielleicht kommt auch irgendwann die Ultra 36. Es sollte ein Witz sein, weil der Blaster hier anscheinend 36 Meter weit schießen soll, mit diesen neuen tollen Darts. Außerdem, weil wir richtig viel Energie mit drin haben, denn man braucht tatsächlich 4 solcher großen C-Zellen, um den Blaster zu betreiben. Dementsprechend auch schon mal ordentlich Kraft, ne? Und diese ganzen neuen Ultra-Darts, ne? Die kann man nicht in ganz normale Nerf-Blaster, wie hier hinter mir zu sehen sind, die kann man da nicht einfach so reintun, geht nicht. Und man kann auch deren Munition nicht einfach in den Blaster reinstecken. Man muss die ganz neue Munition verwenden und es gibt jetzt tatsächlich auch, das ist hier auf dem Karton mit aufgezeichnet, so eine 20 Dart Nachfüllpacks. Also zumindest etwas, aber es ist halt doch eben blöd, dass wir auf völlig neue Munition umsteigen müssen. Die Trommel ist tatsächlich hier nochmal so in kleinen Einzelteilen geliefert. Die müssen wir dann selbst zusammenbauen, aber wir können ja hier schon mal überprüfen. Ja, es dreht sich tatsächlich. Funktioniert soweit. Ach so, okay. Ich habe mich gerade ein bisschen blöd angestellt, aber es gibt tatsächlich einen richtig coolen kleinen Trick hier drin. Also wir haben hier so eine ganz kleine Aussparung. Das ist halt so ein Strich praktisch. Es ist schwer zu zeigen auf so durchsichtigem Material. Aber da ist so ein Strich drauf und dann haben wir hier nochmal einen Strich abgebildet. Dann wissen wir genau, da muss man das reinstecken. Dann gibt es noch eine Trommel mit einem Strich. Dann gibt es noch eine mit zwei Strichen drauf. Und die muss man halt da einführen, wo hier auch zwei Striche... Es funktioniert halt. Es ist wie Ikea. Hauptsache fehlt nichts. Das ging leichter als gedacht. Sobald man sich einmal ein bisschen an die... Okay, sobald man einmal ein bisschen nachdenkt und nicht die Bedienungsanleitung benutzt, das habe ich definitiv nicht gemacht, dann funktioniert das alles sehr, sehr großartig. Und der Blaster ist eigentlich so schon perfekt zusammengebaut. Es gibt ja auch keine Möglichkeiten, groß noch was anderes ranzubauen, wie zum Beispiel eine Schulterstütze. Laufverlängerung geht auch nicht. Wir haben jetzt neue Darts und wir haben hier keine Möglichkeit, irgendwas ranzuschrauben. Nicht, dass es überhaupt funktionieren würde. Aber hier oben die winzigste Tactical Ray, die ich bisher gesehen habe, da kann man vielleicht irgendein Zielvisier draufbauen. Ein sehr kleines. Aber man kann es aufbauen, wenn man möchte. Nicht, dass es wirklich Sinn macht. Wir haben hier nämlich tatsächlich Kimme und Korn. Und zwar nicht nur so, ja, es ist einmal so ein Stück Plastik und das muss uns ausreichen, sondern tatsächlich Kimme und Korn. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Hier macht es vielleicht auch noch mehr Sinn. Es wird ja gesagt, ja, das sind richtig akkurate Pfeile. Besser noch als die Accu-Strike Darts. Und vielleicht macht es dementsprechend auch Sinn, dass wir hier nochmal ordentlich zielen können. Ich mag sowas ja allgemein. Besonders wenn es hier wirklich feine Kimme, feines Korn ist. Ist auch in guten Stellen hier aufgebaut. Und das ist tatsächlich genau wie auf dieser Klappe, die man aufmachen kann, um eventuell noch an Pfeile ranzukommen, die sich verklemmt haben. Denn man hat jetzt hier neue Pfeile, ein neues System. Man muss sich erst wieder daran gewöhnen. Ich weiß inzwischen, was ich machen muss, falls dieser Blaster eine Ladehemmung hat. Oder der Blaster. Bei den Dingern haben wir neue Pfeile, also vielleicht auch neue Regeln an Sachen, die man sich gewöhnen muss. Dementsprechend sehr gut, dass man da leicht rankommt. Hier haben wir so einen Elite-Pfeil, den haben wir vorher für alles benutzt, den werde ich auch weiter für alles benutzen. Aber hier halt diese neuen Ultra-Pfeile, die haben halt so diesen einen großen Vorteil, die kann man nicht wirklich biegen, also die würden zerbrechen. Klingt bisher nicht nach einem Vorteil. Aber tatsächlich, wenn man hier zum Beispiel auf so einen Elite da drauf tritt, ne, dann sind die erstmal verbogen, dann sind die vielleicht so zusammengedrückt. Ich habe mehr Pfeile, ich kann das machen, das ist kein Problem für euch. Ne? Und dann halten die manchmal auch zum Beispiel gar nicht in diesen Trommeln drin. Ich hatte das auch ganz oft mit so einer Rough Cut. Habe ich die überhaupt liegen? Nee, schade, ist in der neuen Wohnung. Aber der Punkt ist, wenn man dann zum Beispiel in so eine Trommel oder in solche Halterungen Pfeile reintut und die sind schon ein bisschen abgenudelt, dann können die auch leichter rausfallen. Das ist ein blödes Beispiel gerade. So. Dann können die ein bisschen leichter rausfallen. Die sind ja dann schon abgenudelt und besonders, wenn sie verdreht sind, dann fliegen sie auch nicht mehr gerade. Hier, die sind einfach nur Styropor. Schwarz angemalte Styropor. Die kann man zwar zerbrechen, aber nicht verbiegen. Stell mal scharf hier. Kann man zwar zerbrechen, aber nicht verbiegen. Die kann man also hier reinstecken. Die werden nicht einfach so rausfallen. Null Problem. Und was hier sogar noch besser ist, ne? Weil die immer die gleiche Festigkeit und Breite beibehalten. Braucht man nicht irgendwie so eine komischen Rohre oder Laschen hier reinbauen, damit irgendwelche Pfeile festhalten. Braucht einfach nur hier so eine kleine Klammer. Dann kann ich einfach den Pfeil da so reindrücken. Wir haben hier nämlich in der Schulterstütze die Möglichkeit, 8 Pfeile extra zu lagern. 4 auf jeder Seite. Und wie ich gezeigt habe, nicht irgendwie ne, so reindrücken und dann mitten im Bett stehen bleiben, aufheben und irgendwie Puzzle spielen, einfach nur raufdrücken. Das ist voll geil. Ich habe die Hammerstone neulich vorgestellt und da waren auch so eine kleinen Löcher unten mit drin, wo man Pfeile reinstecken konnte. Die sind auch fast immer rausgefallen. Das war nicht so geil. Ja, also das ist auf jeden Fall hier der große Vorteil. Es gibt noch Nachteile, aber ich bin jetzt nicht der... Das ist ja kein Pfeil-Review. Wir machen hier erstmal den Blaster. Vom Aussehen... Krasses Teil, ich mag den. Auf jeden Fall mehr als die Ultra 2, weil das war nur so ein richtig fetter Revolver. Revolver an sich sind cool, aber nicht, wenn du halt so einen Klumpen Plastik in der Hand hast und es ist dann einfach viel zu fett. Das muss man abnehmen. Verstehst du, das war ja so ein Flachwitz, weil, ne? Der Blaster muss abnehmen, damit er kleiner wird und außerdem sollte das abnehmen, dass sie immer solche Klumpen Blaster machen, ne? Ja.
wenigstens eine Person lacht hier im Raum, ne? Ach ja, ich habe vorhin vergessen, hier ist noch eine Tactical Ray, aber die hat auch die gleiche Größe. Und was will man machen? Zwei Zielvisiere hintereinander bauen? Doppelter Zoom! Funktioniert noch viel besser. Nee, eigentlich ja nicht. Das wirkt auch eher ein bisschen wie so ein kleiner Sturmblaster, weil hier hat man wirklich 25 Pfeile. Auch wenn man damit irgendwie Scharfschütze spielen möchte und richtig genau ziert, hat man eben doch die Möglichkeit, sehr schnell auf den Gegner zuzugehen. Und der sieht eben auch, okay, eine Menge Orange. Das ist nicht ohne Grund eine Warnfarbe. Jetzt geht's rund. Schwarz-Orange, übrigens eine schöne Kombination, gefällt mir. Und wenn man hier auf der Rückseite genau sieht, wie viele Noppen da noch durchgucken, sieht man auch, wie viele Pfeile sind. Beziehungsweise man sieht einfach dran vorbei auch die orangen Köpfe. Man hat hier eben einfach nur sehr gut im Blick, wie viel Munition man noch schießt. Der Gegner halt zwar auch, wie viel übrig ist, aber man sieht halt schnell, wann man nachladen muss. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, damit man nicht das Magazin zum Beispiel rausnehmen müsste, um nachzugucken. Außerdem kann man sehr einfach Munition aufheben, reinstecken. Das ist eben so dieses Pro-Kontra zwischen Magazinen und Trommeln. Ich persönlich mag Trommeln, weil sie einfach verlässlich sind. Magazine haben so mehr taktischen Nutzen, aber da muss man halt ein bisschen Erfahrung mit haben. Was macht man bei Ladehemmung? Ja, hier muss man einfach nur reingucken und irgendwas reparieren. Das geht sehr einfach. Den Griff finde ich erstmal soweit angenehm. Mich nervt aber, das haben wir hier ganz häufig, ne? Dass wir hier so diese Schulterstütze mit dran haben und die ist halt so komisch verbunden, dass man das immer am Handgelenk hat, dieses Plastik. Das finde ich halt nicht so geil. Besonders haben wir hier diese kleinen Greifarme, die sind ein bisschen spitzer. Das muss nicht unbedingt sein. Ich finde, auf Dauer wird es wahrscheinlich nervig. Aber es geht erstmal auf kurze Zeit. Und man hat hier nochmal diesen kleinen Griff. Den würde ich auch am meisten benutzen. Denn wenn man hier vorne diesen Griff mit benutzen möchte, der zwar auch da ist, der auch cool ist, den man gut greifen kann, aber da muss man irgendwie so immer komisch um die Trommel rumgreifen. Das wirkt für mich ein bisschen komisch. Aber man kann tatsächlich auch den hier unten greifen. Der ist schön breit, den kann man auch mit benutzen. Man darf halt nur nicht an die Trommel anfassen. Dann dreht die sich nicht, das ist ein Problem. Und immer darauf achten, dass diese Klappe hier oben zu ist. Weil ansonsten geht der Motor nicht an. Wie geht der Motor auch nicht an, wenn man die Batterie nicht drin hat? Also vier solcher C-Zellen erstmal reinmachen. Und hier in diesem Griff, den ich schon benutzt habe, ne? Da ist das Batteriefach drin. Und das ist wie ein Magazin. Also da, wo normalerweise das Magazin reingehört, haben wir hier dieses Batteriefach. Und ich sage euch jetzt, gleich von vornherein, das ist meine Vorhersage, falls wir jemals Laserwaffen haben, wird es genau so sein. Das Magazin werden immer solche Batteriefächer sein. Piu, 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 und dann funktioniert es nicht mehr. Hat meiner D-Zellen, ich muss weiterschießen. Das ist meine Vorhersage für die Zukunft. Ja, sind halt C-Zellen. Der wird aus einem ganz normalen Blast erstmal irgendwie so ein Rennauto. Das klingt ein bisschen so, ne? Es würde gleich so was vorbeizischen, genau wie die Pfeile dann beim Gegner um die Ohren fliegen. Hahaha. Und der ist zwar auch so ein bisschen kürzer gehalten, also der ist schön klein und handlich, aber tatsächlich finde ich nicht, dass er klumpig ist. In dem Fall mal nicht. Das ist nämlich eigentlich ein richtig cooler Stil soweit und es wirkt eher kompakt, als irgendwie, dass zu viel Plastik angebaut wurde, wie bei der Ultra 2. Die hier mag ich tatsächlich, vor allem, weil sie auch wirklich was bringt. Du hast hier 25 Pfeile mit drin, du kannst ordentlich auch was wegballern. Also nicht nur ein paar, also zwei Leute, sondern du kannst ein paar Leute erledigen. Eine Gruppe. Aber der hat auch hier diesen schönen goldenen Schriftzug, nur auf der einen Seite. Auf der anderen ist er dann ganz normal weiß gelassen. Aber tatsächlich hier so mit dem Schwarz-Weiß, mit den orangen Streifen, mit diesem Gelb mit reingearbeitet, das ist richtig schick. Es gefällt mir so die ganze neue Optik. Hier ist das Batteriefach drin, oder das Batteriemagazin, wie ich es jetzt nenne. Und hier ist die Trommel. Das heißt, alles schön in der Mitte. Und weil wir keinen so ewig langen Lauf haben, ist es auch nicht kopflastig, ist es nicht schulterstützenlastig, es ist einfach hauptsächlich in der Mitte. Deswegen, wenn man hier diesen Griff mit benutzt, null Problem. Und man kann sogar den Blaster benutzen und man könnte noch eine zweite Ultra 1 nehmen oder eine Ultra 2. Eine zweite Ultra 1, eine Ultra 2. Irgendwie so. Weil die sind ja beide halbautomatisch. Ihr seht zum Beispiel so, unten diesen Abzug hier drücken, den kleineren und dann den oberen. Ich kriege die immer zur Hälfte ins Gesicht. Also das spricht schon erstmal für die Kraft. Ich habe es zwischendurch mal ein bisschen versäumt, den Abzug richtig durchzudrücken. Der Abzug lässt sich irgendwie ein bisschen schwerer ziehen als die anderen Nerf Blaster. Das hatte ich auch so bei der Stockade, der Barricade. Werdet ihr euch bestimmt daran erinnern, falls ihr die Blaster mal hattet. Da musste man auch irgendwie, da war der Abzug länger. Da musste man mehr durchdrücken. Mehr als man das eigentlich gewohnt ist von diesen Blastern. Und wenn man das nicht ganz macht, dann schießt der Blaster nicht. Dann dreht sich die Trommel so auf halb und es geht nicht weiter. Das Problem hatte ich eben auch nochmal kurz. Da muss man sich noch dran gewöhnen. Aber sobald man es gemacht hat, läuft das erstmal. So. Ja, ich merke gerade, so wenn man dann immer den Abzug durchdrücken muss, sehr schnell schießen, ist dann doch nicht so wirklich die Möglichkeit. Man kann es eben für kurze Zeit machen, aber allein schon, weil ich die Trommel ein bisschen weiter drehen muss, weil es ja breitere Pfeile sind, die ja mehr Platz brauchen, allein deswegen geht das nicht ganz so schnell. Deswegen, wenn man wirklich sehr schnell schießen möchte, macht das nicht unbedingt Sinn. Ich würde das tatsächlich als so ein Schnellfeuer-Scharfschützengewehr sehen. Also mit Scharfschützengewehren schießt man natürlich nicht schnell. Das ist einfach so, du zielst genau und dann schießt du vielleicht bam, bam, bam.
so in dieser Frequenz. Es würde auf jeden Fall auch Sinn machen, denn wenn du einfach jeden triffst auf einer großen Entfernung, ist es egal, wie viele Gegner du hast. Da kannst du dir auch schön die Zeit nehmen. Kannst daneben stehen. Ja. Mit ein bisschen Übung kann man damit durchaus was reißen. Ich finde ein bisschen schade, dass man hier noch nichts umbauen kann, aber natürlich müssen wir das alles erstmal noch aufbauen. Von wegen, die haben ja auch nicht hier bei den ganz normalen Nerf Blastern, haben sie nicht gleich mit Endstrike Elite Modulus angefangen und den ganzen Kram, wo man dann extra noch einen Lauf ranklippen konnte. Die müssen das System erstmal erproben. Und ich finde bisher von den beiden Blastern, die ich vorgestellt habe, ist das definitiv der bessere. Um Längen. Ich würde mir lieber zwei holen, als mit der Ultra 2 rumlaufen. So, ich bin auf jeden Fall noch gespannt auf den Rest, aber jetzt gehen wir erstmal raus zum Schusstest. Das hat sich gereimt. Dann gucken wir mal, was das Ding wirklich so an Schussleistung drauf hat. Es gibt keine anders gefärbten Pfeile, deswegen kann ich nicht auseinanderhalten, was ist gerade, was ist angewinkelt. Deswegen nur angewinkelt heute. Mal gucken, was das Ding so drauf hat. Was mir gerade übrigens aufgefallen ist, nur wo ich das schon mal vorhabe. Die ganze Zeit, während dieser Blaster so vibriert, ne? Dieses Ding ist nicht solide eingebaut. Das heißt, das wackelt die ganze Zeit mit. Ich habe mich gewundert, geht das Ding jetzt kaputt? Fliegt das gleich weg? Nee. Ich habe jetzt auch wirklich durchgezogen, alle Pfeile abzuschießen. Einfach nur, damit wir eine schön große Versuchsgruppe haben. 7,30 Meter waren das. Hier ist noch einer abgetrudelt bei 17,20 Meter. Aber die meisten sind hier wirklich hinten gelandet. Hier zum Beispiel der 22 Meter. Hier sind ein paar bei 23 Metern, aber ich denke mal, die meisten liegen hier drüben bei ungefähr 25 Stück. Wir haben allerdings noch ein paar weitere. 25 Stück? 25 Meter und 25 Beine, oder? So, einmal 27,60 Meter. Und ich lese das übrigens über Kopf. Nicht so clever von dir. So, und noch welche bei 28,80 Meter. 36 Meter waren das jetzt nicht unbedingt, aber 25 bis 28 Meter war so dieser Sweet Spot. Da lagen die meisten Pfeile und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jetzt nicht was Versprochenes, aber es reicht in den meisten Fällen wirklich aus. So weit sind die Leute jetzt nicht entfernt, trotz Social Distancing, trotz Corona. Naja, man kann trotzdem noch die Leute erwischen und die lagen auch sehr nah beieinander, die ganzen Pfeile. Also es spricht durchaus auch für die Genauigkeit. Wenn ich irgendwo hinziele, dürfte es auch ungefähr dahin schießen. Ein paar sind abgetrudelt, ja, das hatte ich bei Ultra 2 auch, aber geht noch. Wir haben jetzt mehr Pfeile abgeschossen, wir haben gesehen, es ist wirklich nicht bei jedem Fall so. Da habe ich mal ein bisschen was ausprobiert. Ich denke mal, selbst wenn jetzt in Zukunft die modernsten Ultrablaster rauskommen, das Ding wird trotzdem noch mithalten können. So, und ich würde jetzt auch erstmal sagen, ich mache mal Schluss. Mir wird nämlich langsam kalt, obwohl es so schön sonnig ist. Und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag beim weiteren Video. Bis dann, macht's weg, beiß euch durch, euer Mensch Biber. Ciao.